Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich euch meiner Meinung nach die drei besten Skill-Kombos in FIFA 21 zeigen. Und kurz vorab, das ist kein Tutorial in dem Sinne, dass ich euch die Skills hier erkläre, sondern ich werde nur beispielhaft meiner Meinung nach die drei besten Skill-Kombos aufzählen. Die Tutorials werde ich unten direkt von meinem Channel aus verlinken, sodass ihr einfach nur in der Beschreibung draufklicken müsst, wenn ihr ein Tutorial haben wollt und dann direkt dazu gelangt. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir direkt rein mit dem ersten. Der erste Skill wird sein der Ballrollflick, meines Erachtens nach heißt er so. Ist einfach nur eine Kombination zwischen einem einer Ballrolle und einem damit verbundenen Übersteiger. Ist sehr einfach in der Ausübung, aber umso effektiver, wenn nicht sogar die effektivste Skill-Kombo in eigentlich so gut wie jedem FIFA. Wie gesagt, ihr kriegt dadurch einen ordentlichen Tempo-Boost, haltet den Ball sehr nah am Spieler und könnt dadurch sehr viele Fouls rausholen. Meiner Meinung nach der absolute Go-To-Skill, gerade wenn ihr mit dem Skillen startet, aber auch für lange Skill-Runs. Wenn ihr den Ball nicht verlieren wollt, dann ist das euer Go-To-Skill und wie gesagt, nicht schwer zu lernen. Die nächste Skill-Kombo wird sein eine Schussfinte, sodass wir zum Stehen kommen und dann ein Lacroketta aus dem Stand heraus. Warum aus dem Stand heraus? Generell sind viele Skills in FIFA 21 aus dem Stand heraus einfach tödlich, weil sie sehr explosiv funktionieren. So auch der Croquetta. Ihr legt eine sehr weite Distanz zur Seite hin und legt euch den Ball vor, sodass ihr einen kleinen Tempo-Boost bekommt und euer Gegenspieler das sehr schwer verteidigen kann, gerade auch im Strafraum. Hier seht ihr es, schön mit dem Croquetta durchgekommen, reingegeben und dann schön abgestaubt. Nichtsdestotrotz aus dem Stand, genau wie der Scoop-Turn, absolut tödlich. Dementsprechend einfach nur eine Schussfinte, sodass der Spieler zum Stehen kommt und dann den Croquetta. Die letzte Skill-Kombo wird sein, ein Rabona-Fake to Scoop-Turn. Ein sehr anspruchsvoller Skill. Das Tutorial meines Kanals geht dazu auch ziemlich lange, aber es lohnt sich definitiv, den Rabona-Fake und den Scoop-Turn aus dem Stand dann quasi direkt hintereinander zu performen und das auch zu lernen. Falls er nicht so leicht ist, Freunde, das ist normal, bleibt auf jeden Fall dran. Ziemlich hilfreich, gerade. Er sieht auch ziemlich cool aus, muss man sagen. Gerade auch gegen gute Gegner hilft dieser Skill Wunder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Haut rein, meine lieben Freunde. Schaut euch die Tutorials rein. Viel Spaß beim Üben. Und Peace.